So, servus Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Battlefield 4 Video. Wir spielen Hanine Resort und spielen den Modus Rush. Wir sind Attacker und versuchen die erste Base einzunehmen. Ich spiele komplett ohne Team und ich habe mal versucht, so über die rechte Seite zu kommen. Dadurch, dass ich dann gleich auf B kommen kann, ist es eigentlich ganz praktisch. Ich habe in der vorhergehenden Runde, also in der Defender-Runde, habe ich natürlich immer so ein bisschen geguckt, wie die Gegner agieren. Man kann sich anhand der Gegner schon so ein kleines Bild machen. Also was ich hier gemacht habe, ist ausgestiegen und dann gleich hinter den Felsen gegangen, weil wenn ihr Battlefield 4 spielt, ist natürlich wichtig, dass ihr eine gute Deckung habt. Ja, ich möchte heute ein bisschen über das Gameplay sprechen und gleichzeitig da auch mal das Thema ansprechen, warum Battlefield 4 jetzt endlich Battlefield 4 heißt oder heißen darf. Es gab am Wochenende, war das jetzt das Wochenende oder letztes Wochenende, ich weiß es jetzt nicht mehr genau, gab es das Update mit dem Netcode. Der Netcode hat Folgendes gemacht. Wenn man sich das so vorstellen darf, man hat eine gewisse Verzögerung zwischen dem, was ihr seht und was wirklich passiert. Also der eine oder andere sagt, man verkleckt das, der andere sagt wiederum, scheiß Spiel, aber jetzt, man hat es endlich geschafft, frag mich nicht, warum man das so spät schafft, den Netcode ein wenig zu fixen, muss man an der Stelle einfach sagen, weil man hat es um die Hälfte ungefähr reduzieren können, diese Verzögerung in Anführungszeichen. Also ich weiß nicht, ob ihr das gemerkt habt, die Verzögerung, also ich habe es extrem gemerkt, vor allem wenn ich Battlefield 3 gespielt habe und Battlefield 4. Für mich war Battlefield 4 oder ist Battlefield 4 einfach nicht das, was ich mir erwartet habe von dem Spiel und das ist echt mega schade. Aber gut, ich spiele es momentan jetzt, am Wochenende habe ich es angespielt und ich habe das Gefühl gehabt, das kann natürlich jetzt auch wieder nur an der Lobby gelegen haben, dass es besser war, dass es definitiv fühlbar besser war. Die Kugeln kamen an, ich bin nicht so komisch gestorben, wie man das oftmals kennt von Battlefield 4 und von dem her muss ich sagen, wow, es fühlt sich jetzt besser an, sieht immer noch gut aus. Das ist eigentlich so der Hauptgrund, warum ich Battlefield 4 eigentlich gespielt habe, weil es gut aussah. Das ist natürlich so eine Sache, ich habe es wirklich nur gespielt, weil ich sage, wow, cool, ich will mal die neuen Karten sehen. Gameplay-technisch hat es wirklich wenig Spaß gemacht. Und das ist echt schade, weil ich spiele doch kein Spiel nur damit es gut aussieht, also nur weil es gut aussieht. Und deswegen habe ich es halt auch so selten, so extrem selten gespielt. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, das war halt ein Thema. Battlefield 3 war extrem cool, hat voll viel Spaß gemacht. Und naja, so ist es halt. Aber ich weiß nicht, schreibt mir mal eure Erfahrungen drunter, wie es jetzt für euch nach dem Patch ist, ob ihr etwas gemerkt habt. Was ich bei Rush eigentlich immer mache, wenn ich ohne Team spiele. Erstens, ich schreibe immer in die Kommentare eigentlich, also in den Chat rein, warum zur Hölle ihr Penner mich nicht revived. Also meistens dann auf Englisch. Weiß nicht, ob ich in dem Gameplay das auch gemacht habe, aber es ist halt einfach, ich weiß es nicht, es ist gefühlt einfach beschissen, was diese Teammates fabrizieren hier. Ihr seid in einem Team. Schaut, ihr seht unten links, wir sind alle fucking Medics. Und Medic heißt nicht, dass ich hinten stehe, nichts mache und einfach der absolute Dummbatz bin, der ich eigentlich bin. Sondern nein, Medic heißt, ich gehe nach vorne, schieße Leute ab und revive auch diese Leute und unterstütze die mit Päckchen. Es ist so oft so, dass ich Medics neben mir rennen sehe, die einfach nichts machen. Und ihr habt es jetzt, wie in der Situation, seht ihr es jetzt auch wieder. Hinter mir befinden sich noch Medics. Also schaut mal, oder jetzt sieht man es leider nicht mehr auf der Karte, aber man hat hinter mir auf der Karte gesehen, dass diese zwei Kollegen dort standen. Und Revived ist irgendwie Fehlanzeige. Ne? Es ist klar, wenn man im Gefecht ist, so wie jetzt gerade, ist es wirklich schwer, Leute zu reviven. Das ist auch vollkommen richtig, wenn es darum geht, das Objective zu bekommen. Das ist alles vollkommen klar, aber wenn man dann, ich habe mit den Kollegen hier, ich kann mich noch echt gut dran erinnern, habe ich 3 Runden gespielt und es ist so, also 3 Rush-Runden, also 3x2 Runden Hin- und Rückrunde und es ist so oft nicht revived worden, wo einfach wir am Objective waren, die Gegner waren tot und dann hätte man mich doch reviven können, weil ich bin dann auch oft einer, ich renne einfach rein, ihr seht es ja, jetzt bin ich hier auch einfach reingerannt, versuche jetzt diese Posi zu halten und da die Gegner von links und rechts wegzuholen. Das ist natürlich immer schwierig, wenn man unter Druck gesetzt wird, jetzt wie hier zum Beispiel, man hört die Rakete kommt, man muss zurück, man braucht neue Munition, es sind alles so Sachen. Battlefield versucht da schon, das richtig zu machen, meiner Meinung nach, was dieses
Gameplay-Feeling betrifft. Und dann muss das halt aber auch funktionieren. So, wir haben jetzt das nächste Objective geholt und können damit wieder eins aufrutschen. Es ist natürlich schwierig in Battlefield zu sagen, wie gehe ich denn am einfachsten vor? Weil ich sag mal, jeder muss da auch seine, eigene Route finden. Ich bin zum Beispiel jemand, ich laufe immer gerne am Rand entlang und manchmal erwische ich mich aber leider selbst auch dabei, so wie jetzt zum Beispiel, einfach übers freie Feld zu rennen. Ihr seht jetzt zum Beispiel das hier, das ist absoluter Bullshit, was ich hier gerade mache. Die Idee an sich war nicht schlecht, hier hinter den Felsen zu gehen, die Deckung mitzunehmen, aber jetzt bin ich halt relativ offen. Aber ihr werdet sehen, ich glaube, ich krieg sogar den da hier oben, schön mit Burst-Stößen. Jetzt versuche ich Folgendes, da unten befinden sich links Boote und diese Boote kann man hervorragend als Deckung mitnehmen. Aber es ist schwer, ihr habt gesehen, der Typ da ist gestorben. Ich wollte ihn jetzt noch reviven, weil ich dachte, ich schaff's noch. Und dann habe ich überlegt, wie gehe ich denn jetzt am einfachsten vor? Aber das Problem ist das, wenn ihr hier so rechts von den Booten rumlauft, dann werdet ihr sofort abgeschossen. Aber wenn ihr links rumlauft, das eigentlich ein bisschen in der geduckten Variation, wie ich das jetzt mache, und gleich an die Deckung rangeht, jetzt auch wie ich es jetzt hier gerade gemacht habe, dann könnt ihr entweder hier einen Spawn-Beacon setzen, dass ihr hier eure Kollegen nachholt, oder ihr versucht hinten rum ums Haus zu kommen. Also sprich, das, was ich jetzt gerade mache, ich sehe hier zwar, dass einer rausschießt und versuche ihn jetzt sozusagen über den Winkel abzuschießen, und das schaffe ich eigentlich auch ganz gut. Was jetzt aber mein Fehler ist, ich renne jetzt wieder nach rechts. Ich habe jetzt eigentlich die linke Seite habe ich gesaved und jetzt renne ich hier einfach blindlings rein und renne natürlich in den offenen Raum geradewegs, also nicht gerade rein, sondern schräg rein, sodass alle mir schön den Rücken schießen können. Es ist natürlich echt problematisch, weil, naja, ist schwierig, weil ich sag mal so, ihr müsst natürlich schauen, dass ihr ein bisschen klüger in Anführungszeichen vorgeht, wenn das ist. Also das war jetzt hier auch zum Beispiel wieder so eine Situation, da hatte ich auch extrem Glück, weil ich mitten in den Raum reingesprungen bin. Das hier auch, wenn möglich, vermeiden. Also nicht einfach in den leeren Raum jumpen und das war's dann. Ich versuche jetzt hier auch meinen Kollegen da vorne zu holen, aber es gelingt mir halt einfach nicht, weil der hier einen holt und ihr werdet es jetzt aber auch gleich sehen. Es gibt jetzt so zwei, drei Situationen, wo man eigentlich hätte klüger vorgehen können und seine Deaths vermeiden können. Ihr seht jetzt hier die Gegner, also meine Teammates stehen hinter mir. Jetzt, Achtung, ich sterbe hier. Jetzt töten sie ihn, das sind Medics. So, statt dass man rauskommt, das Objective hier, die beiden schießen auf irgendjemand, statt dass man mich jetzt revived, nein, man bleibt hinten blöd rumstehen. Es ist halt auch schwierig, klar, schaut, ihr seht, die sind im Gefecht, im Feuergefecht. Es ist auch immer schwierig zu beurteilen, aber es ist, ihr seht ja, ich spawn hier direkt mitten im Gefecht. Man hätte schnell einfach einen kurzen Revive machen können, den 20er Revive. Jetzt schreibe ich es auch, ja. Es ist wirklich in den letzten Runden so wenig revived worden. Also ich werde, glaube ich, im kompletten Spiel kein einziges Mal revived. Ihr könnt ja mal mitzählen und mir das mal drunter schreiben. Aber es ist halt auch so, ihr seht jetzt auch wieder, meine Teammates, die sterben hier wie am Fließband. Und revived wird nicht. Das ist so relevant, das Reviven in diesem Spiel, vor allem im Rush-Modus, weil uns halt irgendwann auch die Tickets und diese Welle ausgeht, weil wenn nicht drei, vier Leute vorrennen und dann Leute überrennen sozusagen, dann bringt auch dieses ganze Rush nichts. Das ist auch der Sinn von Rush. Der Sinn von Rush ist, dass man auch mal stirbt und dass man auch mal fürs Objective stirbt. Es ist auch was ich oft versuche, das ist zum Beispiel auch was ich überhaupt nicht verstehen kann hier, der hier steht da rum und knallt ihn ab. Ich krieg den kompletten Ding gut geschrieben, aber kommen tut keiner und zum Supporten und man steht halt dann auch blöd rum in der Weltgeschichte und ihr seht es ja auch hinten, ist komplett mein Team verteilt. Statt dass die da mal ein bisschen vorrücken, stehen sie blöd rum und gucken über den Fluss, weil sie da Kills abfarmen wollen. Na, es ist schwierig im Battlefield, es ist wirklich schwierig. Jetzt auch vor allem das Objective hier zu holen im Hotel, weil in der Phase bekommt jetzt der Gegner, ich glaube, die bekommen jetzt den Amtrak bekommen sie? Ich weiß es jetzt nicht auswendig, wie das Fahrzeug heißt, aber sie bekommen auf jeden Fall jetzt das Fahrzeug. Und jetzt kommt, glaube ich, auch wieder so ein Klassiker mit den Deckungen laufen. Ihr seht, ich laufe hier relativ offen und wollte jetzt hinter diese Deckung, hab's aber falsch gemacht. Aber jetzt mache ich es richtig, denn ich bin hinter der Deckung. Und so solltet ihr euch eigentlich auch, wenn ihr gegenüber Fahrzeugen seid, bewegen. Weil sonst habt ihr wenig Möglichkeit, wenig Chance, sag ich mal, den Vorteil der Deckung auszunutzen. Wenn ihr jetzt aber schon seht,
dass relativ viele Teammates von euch zum Objective rushen. Macht schon Sinn. Jetzt kommt eine geile Situation. Zwei Kugeln, Achtung. Boah, den letzten zwei Kugeln habe ich ihn geholt. Auch geil. Ich auch selten, aber passiert manchmal. Und dann ist jetzt auch so eine Situation, jetzt hier dieses. Die stehen hier, man muss wirklich rushen. Der Spielmodus heißt Rush. Also, let's go. Und verstehe nicht, ich bin jetzt der Einzige, ihr werdet es auf der Karte sehen. Ich hole den hier weg, bin bei 80 Health, zack, und sterbe hier. Woran liegt das? Ich bin offensiv gewesen, klar, das war ein One-on-One und er hat es gewonnen. Er hat den besseren Moment gehabt, der hat mich überrascht. Aber jetzt ist die Frage, wo sind die zwei von der Treppe? Wo sind die zwei von der Treppe? Statt dass die mitkommen, ihr seht es noch, die stehen da. Statt dass die mitkommen und einfach mit reinrennen und sozusagen mir helfen. Nein, was machen die? Bleiben an der Treppe stehen und retten sich ihren eigenen Arsch. Weil das wäre jetzt das Objective B locker gewesen. Wenn ich jetzt noch revived worden wäre oder, sag ich mal, wenn die nachgezogen wären, hätten die vielleicht ihn getötet und hätten das Objective planten können. Ich sag mal, da macht Battlefield natürlich das, naja, wie soll ich sagen, Team-Gameplay einfach aus, weil ihr werdet es oft merken, dass man, naja, man oft aufgeschmissen ist, wenn man kein Team hat. Also ich merke schon, dass ein Squad manchmal vorhanden ist und die spielen auch im Squad. Also das heißt, die reviven sich gegenseitig. Aber wenn ihr dann ein externer Spieler seid, passiert einfach gar nichts. Und das ist halt echt schade, weil ich muss sagen, ja, davon lebt das Spiel. Also man muss ja mal ein bisschen was wagen und mal was versuchen, auch im Squad. Und versucht sich dann ja auch gegenseitig ein bisschen zu helfen. Ich denke, das ist eine gute Alternative. Wir haben jetzt B geplantet, das dürfte jetzt eigentlich auch gewesen sein für die Gegner. Wir haben es als Team gut gemacht, aber ich sag so, diese kleinen Punkte, die ich beachten müsste und die mein Team beachten müsste, die noch zu verbessern, das wäre schon top. Ja, ich hoffe, das Gameplay-Commentary hat euch gefallen, mal ein bisschen was anderes. Und ich sag, wenn ihr es nochmal so wollt, Daumen nach oben da lassen. Bis zum nächsten Mal, euer Anders Jürgen. Servus!